denn uns eigentlich passiert? Ich habe auf einen Anruf von Yannick gewartet, dann hat das Telefon geklingelt, dann wollte ich schnell dran gehen und dann. Dann war es Chiara. Wir haben uns getrennt. Chiara, was ist los? Das Interview. Wie ist es denn so als Lesbe? Naja, ich wollte eigentlich über die NRW-Meisterschaft sprechen. Was? Wieso das denn? Wir stehen doch jetzt auf Frauen. Da gibt es bestimmt kein anderes Thema mehr. Jeder macht mal Fehler. Und bei niemandem läuft alles perfekt. Aber dass du nichts hinkriegst, das stimmt nicht. Das darfst du jetzt auch nicht einreden lassen. Ich finde dich super. Echt? Jetzt will ich ja nicht mit dir zusammen. Danke. Auf in ein neues Leben. Du kannst mich jederzeit anrufen. Und wenn ich wieder da bin, stehen wir das gemeinsam durch. Zu nach Hause? Danke. Du hast die neue Kuchen und Eis? Na klar. Schließlich ist da ein Artikel über meine super tolle Freundin dran. Liebrecht? Ah. Hat er sich wenigstens das mit seiner blöden Sprichwort knacken? Was für böse Sprüche. Ich bin anscheinend viel zu empfindlich. Ja, aber ich will, dass man über meine sportlichen Erfolge spricht. Ich will, dass man sagt, Chiara Nadolny, die Eiskunstläuferin, nicht Chiara Nadolny, die Lesbe. Chiara, du bist mehr als nur eine Eiskunstläuferin. Du brauchst keine Angst haben, dich zu zeigen. Vielen Dank. Und zu dir? Klar. Wenn das so ist, dann... Nimm mich doch einen Zug später. Ja, okay. Hey, Chiara. Sie haben 3 Minuten, dann sehe ich Sie an der Stange. Was war denn jetzt schon wieder los? Vergiss den Typen. Sowas wollen die Leute sehen, sowas will ich sehen. Keine Maske, keine aufgesetzte Perfektion. Uns denken die Leute doch sowieso nur, boah, ist die arrogant. So arrogant bin ich gar nicht. Eben. Und ich bin ganz sicher. Jetzt red dir mal nicht ein, dass du das Problem bist. Du weißt, dass ich recht habe, oder? Und alle anderen, die ein Problem damit haben. Ja, dann sollte... ich glaube, wir wissen alle, was Chiara uns sagen wollte und...